möchte, dass wir uns kurz sammeln, damit ich weiß, wer genau zu uns gehört. Oh. Wir haben hier definitiv Koordinationsprobleme. Du hast ein Koordinationsproblem, du Spaß. Fallt mir bloß nicht runter, gell? Bitte. Die nächsten, ich geh zum Schluss. Ich geh zum Schluss. Sicher? Nee. Dann geh ich zum Schluss. Okay, ich geh zum Schluss. Sicher? Ja. Ja, okay, dann geh. Okay. Sicher? Ja. Ich geh zum Schluss, ja? Okay. Ich geh. Jo. Zum Schluss. Ich geh auch zum Schluss. Okay, und ich zum Schluss. Super. Pass auf, fall nicht runter. Fall nicht runter. Ich gehe dann auch zum Schluss. Und ich gehe danach zum Schluss. Alles klar. Aber fall nicht runter. Mhm, mach ich nicht. Wir machen das so, wir gehen beide zum Schluss. Ja. Aber du gehst vor mir zum Schluss. Weißt du, wie ich mein? Ich habe viele Frauen kennengelernt, aber ich bin mit meiner Frau ein Jahr zusammen. Ich meine, das ist ein Maßstab, der... Ja, Diana hast du kennengelernt, das weiß ich. Ja, ich weiß nicht so... Was geht's noch nicht? Buonasera, wie geht's euch? Hallo! Hallo, ich wollte euch schon unterbrechen, redet gerne weiter. Guck mal, ich sag dir mal eine Sache. Ich weiß, ich bin zwar nicht der Hellste so, aber würde ihr irgendwas an dir liegen, dann hätte sie dich jetzt nicht 2 Monate verlassen, ohne sich zu melden oder sonst was. Jupp. Das waren gute Worte. Ein Argument, ne? Ich weiß nicht, Sonny? Ich bin nichts. Ja, das schon mal ist abgefallen. Na, eigentlich wollte ich mich mal vielleicht auch umorientieren, Sonny, wie wär's? Echt jetzt? Was? Nein, nein, Spaß, alles gut. Meine Hose rutscht ja schon von alleine. Was? Don Vito würde sich im Grab umdrehen. Hallo. Das war Spaß. Lass uns was zusammen starten. Ich würde sagen, da bin ich sofort dabei, Jungs. Einschalten. Machen wir jetzt noch was? Ja, deswegen. Ja, um was denn? Egal was, Ablenkung auf jeden Fall. Das ist die okay, oberste. Lass uns das Casino überfallen. Ja, da bin ich dabei. Ja, okay. Wir brauchen einen Plan. Hakan, hast du einen Plan? Das Casino offen? Du bist nämlich so ruhig. Ja, ich bin einfach ein bisschen am Chillen. Okay, pass auf. Dann fahren wir gemeinsam, am besten mit einem Viersitzer, gemeinsam ins Casino und gucken uns das Casino erstmal an. Dann machen wir gemeinsam einen Plan. Wir brechen einfach oben auf der Dachterrasse alles auf. So ein Kann man ins Casino einbrechen? Ich glaube schon. Es gibt nämlich mehrere Eingänge. Müsste auch furchtbar sein, ja? Mit einem Schweißbrenner oder mit einer Brechschneide. Gut, HK muss sich noch umziehen. So, also machen wir es nicht mehr. Nö. Hast du Maske? 13,90. Alles klar. Wir gehen Brechstange kaufen. Wir besorgen bis gleich. Das. Auf jeden Blitz folgt ein Donner, Jungs. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los, Digga. Jetzt wird das Casino erleichtert, hab ich gehört. Wir müssen ja am besten Leute catchen, die hier vor irgendeinem Haus stehen. Also auf jeden Fall, Welle. Das ist die beste Beute. So, ich muss noch mehr mit dem Viersitzer. Wir gucken, dass wir uns jetzt hier auf Schnelle Welle 2 Geiseln besorgen können. Ja. Also wir priorisieren Frauen, weil da kann man auch noch sagen, dass die schwanger sind. Und schwangere Frauen werden meistens nie vom SEK oder eigentlich nie vom SWAT gestürmt. Wir haben Geiseln, 4 Stück. 4 Geiseln? Alles klar, dann nehmen wir auch nochmal 2. Dann nehmen wir auch nochmal 2. Nee, und sobald die Fake-Geiseln, das ist für kleine Mädchen. Digga. Das ist für Mädchen. Männer. Richtig. Hey Bruder. Ey, Bruder. Ich hab gerade einer angefahren bei uns oben. Ah, das ist, wie ich kenne dich, alles nein, gut. Nein, das ist Cooper. Alles gut. Okay. Ja klar bin ich das, Mann. Ich weiß nicht, hast du mal das Märchen von dem, wie hieß es nochmal? Das kleine Mädchen, wo der Wolf kommt. Rumpelstilzchen. Nee, Rumpelstilzchen ist was anderes, Bruder. Schön, wo der Wolf Kreide frisst und so gut, wenn er die Großmutter wäre. Rotkäppchen. So müsste der Wolf sein, Bruder. Na klar. Hat die nicht auch einen giftigen Apfel gefressen? Nee, das war Schneewittchen. Das war Schneewittchen, Bruder. Ah ja, okay. Die mit dem Glasschuhen war, glaube ich, Cinderella, Bruder. Oh, auch gut. Wie konnten die denn vor uns 4 Geiseln kriegen? Das kann nur gekauft sein, Alter. Das ist gezinkt und betrogen, Alter. Eine wunderschön. Einen Moment bitte, ich telefoniere gerade. Junge Dame. Buonasera. Sonny, gehören die nicht zu euch? Ich bin von dir. Wenn es LCN ist, bin ich von LCN. Ich nehme mich ein, Mann, Waffakulo. Mein Name ist Sonny Montana, Entschuldigung, wir wollten dich gerade... Hi, Sonny. Hallo, wir wollten dich gerade entführen, aber das ist keine Echt? Gute Idee. Warum entführen? Weil wir etwas vorhaben. Ach so. Meine Güte, da sind wir so eingerostet, Sonny. Macht mal hin jetzt. Ja. Ja, mir 3 Geiseln, das reicht eigentlich. Ja, wir sind gleich... Hä, es waren noch 4 eben. Ausbeute war mager. Okay, habt ihr was der Cargo? Ich habe stehen lassen. Wie sollen wir denn hochkommen? Ach so, ja. Wie sollen wir denn hochkommen? Ich hole den Cargo, Cargo. Wir kommen gleich, 1 Minute. Lass den Lambo nehmen. Nehmt doch den Lambo. Das ist ein Tourismus. Ach so. Oh, Jungs. Ja, einmal mit Profis. Entschuldigung, wir sind gleich da. Hier geht ein Tor durch. Oh, sorry. Du hast mir die gesamte Weste vom Körper gerissen, du Vollidiot! Sorry, ich bring dir eine neue mit. Ja, mir aber auch, ne? Ja, bring ich auch noch eine. Ich hab den Lambo nicht so im Griff. Ja, mir auch, ne? Jetzt halt die Fresse, du hast gar nichts abbekommen. Welcher Depp hat Tony fahren lassen, den Unfähigen? Hätte der klappen können.
Boah, die Karre hier, die werden auch Endstufe, ne? Yes, der Dampf, die muss man im Griff haben. Der Stier, ne, nicht der Stier. Doch, der Stier muss geritten werden. Ach du Scheiße! Oh mein Gott. Die Karre ist nichts für mich, jetzt wirklich. Bruder, mir läuft gerade irgendwo runter, ja? Bruder! Die Karre ist einfach nur Rotz. Digga, was bist du für ein Cowboy, Junge? Ach, verpiss dich, die will ich nicht mehr fahren. Wie fährst du dann zurück? Du musst dann 10 Westen holen. Die betrügen mich eh alle, die haben gar nichts verloren. Ja, die haben aber Alibi, ja? Der will sich gönnen, ne? Auf Nacken. Ja, so ist es. Ja, nimmst du den Cargo Bob oder soll ich? Ich nehme den Cargo Bob. Na gut, dann landen wir mal wie Profis hier. Der Vogel ist gelandet. Los. Und kein falschen Mucks. Ey, steig rein. Bin da. Seid ihr drin? Ja. Festhalten. Rein. Ich möchte, dass wir uns kurz sammeln, damit ich weiß, wer genau zu uns gehört. Oh. Wir haben hier definitiv Koordinationsprobleme. Lande da links beim Pool. Du hast ein Koordinationsproblem, du Spaß. Aussteigen, die Geisel. So, mitkommen, Abfahrt, komm. Nimm eure Beine hier. Die rennen alle kreuz und quer. Bitte, ich lasse den Vortritt. Oh, meine Freunde nehmen uns, ich hab meinen falschen Runde gefallen. Abfahrt, komm, Picky. Du hast mich nicht runter gefallen. Wunderbar, warte noch. Jetzt du, richtig. Fallt mir bloß nicht runter, gell? Die nächsten, ich geh zum Schluss. Ja, okay. Ich geh zum Schluss. Sicher? Nee. Dann geh ich zum Schluss. Okay, ich geh zum Schluss. Sicher? Ja. Ja, okay, dann geh. Okay. Sicher? Ja. Soll ich anfangen aufzubrechen, oder was? Okay, ich geh zum Schluss, ja? Okay. Ich geh. Jo. Zum Schluss. Okay, dann, ich geh auch zum Schluss. Okay, und ich zum Schluss. Super. Dann pass auf, fall nicht runter, ne? Fall nicht runter. Ich gehe dann auch zum Schluss. Okay, und ich gehe danach zum Schluss. Alles. Aber fall nicht runter. Mhm, mach ich nicht. Gut, dann. Ich gehe mal dann zum Schluss. Wenn ich falle, dann falle ich auf dich, weil ich ja zum Schluss gehe. Okay, das ist gut, weil ich könnte dich nicht auffangen, weil ich zum Schluss gehe. Aber ich muss zum Schluss, weil du bist schwerer als ich. Deswegen muss ich zum Schluss. Ja, aber ich habe ja zur Not noch einen Fallschirm. Wenn ich zum Schluss gehe, kann ich ihn ziehen, weißt du? Ja, genau. Und dann ziehst du den und ich falle oben auf den Fallschirm rauf, weil ich ja zum Schluss gehe. Ach so. Und das federt ab. Ja, okay, also gehe ich zum Schluss. Ich wollte eigentlich zum Schluss gehen, weil wenn ich jetzt vorgehe und du auf den Fallschirm springst, kann ich nicht mehr zum Schluss gehen. Ja, hast du recht. Deswegen wollte ich zum Schluss gehen. Okay, wir machen das so. Wir gehen beide zum Schluss. Ja. Aber du gehst vor mir zum Schluss. Weißt du, wie ich meine? Das heißt, du gehst jetzt zum Schluss. Meinst du, ich soll vor dir gehen? Zum Schluss. Zum Schluss. Um das zu schließen, um zum Schluss. Ach so. Ja, das hört sich ja fast schon nach einem Deal an, aber. Oder, ne? Hört sich an wie ein Schluss. Ist das aber nur so ein halber Schluss, kann das sein? Nee, ist ein ganzer Schluss. Dein Schluss und dann kommt mein Schluss. Ja, aber da gehe ich ja schon wieder vor. Jetzt willst du mich aber verarschen. Nein. Nee? Setzen. Geh einfach zum Schluss. Geh mit dort. Okay, dann bis gleich. Okay. Also wenn du jetzt nicht gleich zum Schluss gehst, dann reißt mir der Reißverschluss. Dann platz ich. Ja, negativ. Ich gehe ja zum Schluss. Du musst zum Schluss, also zum Schluss jetzt natürlich gehen absperren, aber und ich gehe dann auch danach. Das ist aber nicht zum Schluss. Das ist zum Schluss. Ja? Ja. Aber du musst doch vorgehen. Guck mal, Brudi, ich sag dir ganz offen, wie es ist. Wir haben hier beide Waffen in der Hand. Ja, richtig. Und du musst jetzt gehen, zum Schluss. Für den Schluss. Damit das heute noch was wird. Ja, aber da musst du vorgehen, wenn ich zum Schluss gehe. Okay, wir machen das so. Du gehst jetzt zum Schluss und ich gehe dann auch zum Schluss. Wir haben beide ihren Willen. Das ist falsch, weil eigentlich solltest du jetzt gehen. Ich kann aber nicht gehen. Warum? Ich auch nicht. Ich kann nicht. Ich kann auch nicht. Es geht nicht. Okay, wie lösen wir das Problem? Einfach zum Schluss gehen. Wir müssen würfeln. Hast du Würfel? Nein. Hast du einen? Ja. Okay, gib einen. Du würfelst einmal. Alles klar. Und wer die höhere Zahl hat, der geht wirklich zum Schluss. Alles klar. Sonst kommen wir hier nicht weiter. Wer die höhere Zahl hat, geht ein Lebenszeichen von dir. Also die höhere Zahl, bis wie viel kann man würfeln? Wir halten die Stellung hier, alles gut, wir sind da. Okay, wir dachten schon, du bist die Leiter runtergefallen, ne? Nein. Achtung, der Höhere geht zum Schluss jetzt. Okay, alles klar, ich lasse die Geiseln dann jetzt anrufen. Ach, ne? Verdammt nochmal. Das sieht echt nicht gut aus. Okay. Bitteschön. Geh! Geh runter! Ah! Digga, das fuckt mich jetzt ab. Ich verliere immer bei so einer Scheiße, Digga. Würfel und so, Kack, Bruder, immer. Okay, du wählst bitte einmal die 5-3. 5-3. 9-9. 9-9. 2. Du und noch zwei andere sind hier aus dem Casino noch gefangen. Ihr seid Geiseln. Die Geiselnehmer fordern Lösegeld, ja? Er soll sich deine Nummer aufschreiben, weil du wirst dein Handy behalten, ja? Die Geiselnehmer sind alle schwer bewaffnet. Die haben jetzt 10 Minuten. Wie viel? Ja, das verhandeln wir dann gleich. Wir geben jetzt 10 Minuten, um hier anzurücken, um uns einen Verhandlungspartner zu stellen, ja? Hey. Oh mein Gott, das war nicht. Ich hab Eier.
gezeigt hast. Ich hatte ihn schon, ich war drauf. Ich hab's nicht gesehen, ich glaub dir nicht. Trau mich nicht. Wem gehört der Heli da oben? Rutscht nicht ab, die Herrschaft. Genau. Wenn du Eier hast, gehst du rauf. Ich geh nicht rauf. Ich war eben drauf. Einmal rein. Was ist das? Soll ich draufschießen? Nein. Weiter, Heli. Wem gehört der Helikopter? Der hat schon geschossen. Hast du schon geschossen? Hey! Wow! Oh mein Gott, Digga. Digga, da rutscht man ja schneller, Alter, als man gucken kann. Die erste Geißel schon mal springen lassen, dass sie merken, dass wir es ernst meinen. Ja. Was mit los, Los, auf die Geißel Los, auf die Geißel aufpassen. Nein, wir transportieren Johnny das Rentier. Johnny, Mann, komm, das meint ihr nicht ernst, oder? Hier unten kann er runterspringen. Aber sie kommt gleich Bescheid, dass wir ernst machen. Hier ist ernst, purer Ernst. Jungs, das könnt ihr nicht tun mit mir. Willst du noch einen Rentierstopp kurz essen? Ja, siehst du, wie du das könntest, tut mir leid. So, wir müssen es doch ein bisschen dramatischer machen. Warte mal, hat er schon seinen Rentierstopp gegessen? Amelo, Insere. Auf geht's. Los. Flieg, mein Kind. Komm. Nein. Na los. Okay. Los, da, Amino. Die Kante. Ja, hack, zack, 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 hack jetzt. Los. Nein, Jungs. Oh, wenn der jetzt noch lebt, ne? Und ich sag dir, du und Rosa, ja? Wenn du nicht genau das reinschreibst, was ich dir sage, ja? Meine Frau war auch immer so ungehorsam, ja? Und die Schlampe mache ich noch kalt. Deswegen reizt mich jetzt nicht. Weiß nicht, ihr Leben rauskommt, helfe ich dir. Also jetzt schreibst du rein, dass einer von euch drei scheiße anstatt gut ist, ja? Und dass der nächste hier in 10 Minuten auffliegt, wenn ihr keine Bullerei antanzt. Schreib die Nachricht jetzt. Okay, ja, ich mach schnell. Ich fand nur, weil es meine Hände sind und ich kann das Handy fast nicht halten. Ich bin nicht gleich mal zum Zittern, ja? Graber, brauchst du dein Asthma-Spray, Bruder? Alles gut? Ich ganz ruhig, ich bin Ruhe selbst. Pass auf, ich hab dir gerade gesagt, du sollst schreiben, dass einer von euch drei Scheißern schon tot ist und wenn hier gleich die Bullerei nicht am Casino auftaucht, ja, dann fliegt der Zweite. Hast du das jetzt verstanden? Ja. Soll ich dich jetzt umbringen? Antworte mir. Dann soll ich mich natürlich nicht umbringen. Okay, ich bin ganz ruhig. Zwischen uns ist soweit alles cool. Scheiße, Mann. Dieter, Mann. Halt jetzt einfach die Fresse, ja? Wie sieht's denn aus jetzt hier? Ihr brennt die Bude. Gleich Nervenzusammenbruch hier. Was machen wir mit den Jungs? Abfackeln da hinten, ehrlich gesagt. Ja? Jungs, die ist Sasch und zweiter Geist, er muss jetzt langsam springen. Nein, er muss sowieso sterben. Komm, vor's Feuer jetzt. Ich kann da nicht hinschauen. Wir machen Karussell und dann gibt ihnen jeder eine Faust, komm. Los jetzt. Warum? Stell dich in die Mitte. Schön nah ran und auf drei, ja? Warum? Und drei. Los. Oh, sorry.